Hallo und willkommen zu einem Beispiel zum Abbau von Arzneimitteln. Zur näherungsweisen Beschreibung des Abbaus eines Arzneimittels können lineare oder exponentielle Modelle verwendet werden. Zu Beginn, t ist gleich 0 Minuten, sind 200 Milligramm des Wirkstoffs im Blut. Nach 120 Minuten ist nur noch ein Achtel dieser Menge vorhanden. Veranschaulichen Sie den Verlauf des linearen Modells im nachstehenden Diagramm. Zu Beginn sind also 200 Milligramm vorhanden an der Stelle t ist gleich 0. Das heißt, an der Stelle 0 haben wir den Funktionswert 200 Milligramm. Nach 120 Minuten ist nur noch ein Achtel dieser Menge vorhanden. Das heißt, von den beginnend 200 Milligramm ist nur noch ein Achtel vorhanden, 200 durch 8 oder 25. Das heißt, an der Stelle 120 haben wir den Funktionswert 25. Um das lineare Modell zu veranschaulichen, reichen diese beiden Punkte und wir ziehen die Gerade zwischen den beiden Punkten.